Was ist überhaupt ein Ego? Was heißt es, Ego loslassen? Welches Ego? Es gibt verschiedene Egos. Welches sollen wir loslassen und welches brauchen wir ganz bestimmt, um wieder landen zu können? Also da auch diese Differenzierung, und das ist einfach mega wichtiges Wissen, wenn wir mit solchen Worten um uns schmeißen. Vom Grundkonzept ist es so, dass wenn wir in den Instinkt oder in das höhere Selbst gehen, in diese spirituellen Erfahrungen, dass wir da unser Ego quasi verlassen. Ja. Das ist ein Überlebensmodus. Und das heißt aber, dass wir nach spirituellen Praktiken, nach spirituellen Erlebnissen oder auch nach Trauma wieder zurück ins Ego kommen. Und das Ego besteht aus verschiedenen Aspekten, und ein wichtigster Aspekt, den ich die Landebahn nenne, ist das Körper-Ich. Also ich in der Realität ankomme, dass ich einen Körper habe in dieser Welt, der kann schmerzen, und das sind schmerzhafte Erinnerungen gespeichert, das ist mein Körper. Und das ist das Körper-Ich, und dieses sollte niemals, solange wir leben, aufgelöst werden. Also sobald das Körper-Ich instabil wird, gehen wir wieder in den Instinkt oder in die Dissoziation. Und wenn sich jemand stark mit Schmerz identifiziert, dann ist sein Körper-Ich sehr präsent. Und wenn dann jemand sagt, identifizier dich nicht mit deinem Schmerz, das ist Ego, dann geht's raus in den Instinkt und die Dissoziation, das geht blitzschnell. Und dieses Körper-Ich, das dürfen wir uns einfach nicht nehmen lassen. Niemals. Also auch diese Aussage von, du bist nicht dein Körper, ist für Menschen, die ein instabiles Körper-Ich haben, unglaublich gefährlich, weil die sind dann gerade weg. Und da gibt es einen anderen Ego-Aspekt des individuellen Ich, so das individuelle Ego, und noch das Rollen-Ego. Und da würde ich sagen, da ist so der spannende Aspekt, dass man davon spricht, lass dein Ego los, lass mal los, dass du so wichtig bist, zum Beispiel. Aber auch da, wenn wir traumatisiert sind, ist es sehr wichtig, dass ich mich ernst nehme, weil sonst falle ich wieder zurück. Aber das ist eine Möglichkeit, das individuelle Ich loszulassen, um mehr in Connection zu gehen mit, gerade bei Bindungstrauma, oder? Um mehr in Kontakt zu gehen. Oder das Rollen-Ich, also dass ich mich zum Beispiel als Berufsmensch nicht so ernst, also dass mein Beruf mich nicht so identifiziert, dass ich mich nicht so mit meinem Beruf identifiziere, ist auch gut, das mal loszulassen, um überhaupt in dieses Feld zu kommen. Aber es ist mega wichtig zu wissen, dass zum Beispiel das Rollen-Ich, also der Beruf, ist für traumatisierte Menschen unter Umständen eine riesige Ressource. Ja, sie können dadurch ihr Körper-Ich oder ihre Instabilität wirklich kompensieren, und das sollen sie auch dürfen, solange das Körper-Ich nicht stabil ist. Also es ist so wirklich, wenn wir vom Ego sprechen und das wegnehmen, kann das sein, dass das Gerüst am Gerüst gerüttelt wird und wir dann in Instinkt und Dissoziation fallen, ziemlich schnell.